Meine sehr geehrten Damen und Herren, werte Gäste, ich begrüße Sie ganz herzlich hier in der Blumenthal-Akademie des Jüdischen Museums Berlin. Einige von Ihnen sind schon begrüßt worden, die waren schon um 15 Uhr hier und haben die israelische Dokumentation A Matter of Time gesehen. Andere sind neu dazu gekommen. Wir freuen uns über das Interesse, auf das diese Veranstaltung stößt. Die heutige Veranstaltung Juden in Nordafrika zur Zeit des Zweiten Weltkrieges ist Teil einer größeren Reihe, die wir hier veranstalten. Unter dem Titel Juden in islamisch geprägten Ländern zeigen wir vor allem Filme, aber auch Vorträge, machen auch Vorträge zu der hier in Deutschland sehr wenig bekannten Geschichte und auch Gegenwart der jüdischen Bevölkerung von Marokko bis in den Iran. Diese Reihe Juden in islamisch geprägten Ländern gehört zu den Akademieprogrammen, die es seit mittlerweile 5 Jahren etwa im Jüdischen Museum Berlin gibt und die beiden Schwerpunkte Jüdisch-Islamisches Forum und Migration und Diversität haben. Wir haben den morgigen in Deutschland den Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus 1996 vom gerade kürzlich verstorbenen ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog eingerichtet und international der Gedenktag an die Opfer des Holocaust zum Anlass genommen, an die in Deutschland wirklich sehr wenig bekannte Geschichte der Juden und Jüdinnen in Nordafrika zu erinnern, beziehungsweise in Marokko, Algerien, Tunesien und Libyen. Ich bin selbst jemand, die sowohl als Geschichtslehrerin als auch an einer KZ-Gedenkstätte im Bereich der Vermittlung des Holocaust, der NS-Verbrechen tätig war. Und ich weiß selbst, wie selten es überhaupt einmal vorkommt, dass eine Landkarte Nordafrika auch zeigt. Immerhin wurde dort auch der Krieg geführt. Aber dass man dort auch etwas erfahren kann über die Situation der Menschen in den ehemaligen Kolonien und in den deutsch besetzten Gebieten. Sicherlich kennen viele den Film Casablanca, 1942 gedreht. Aber auch dort ist Marokko ja letztlich nur die Kulisse für europäische Protagonistinnen und Protagonisten. Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, einige der wichtigsten Forscher auf dem Gebiet hier heute nach Berlin bringen zu können, die den weiten Weg nicht nur aus Potsdam, sondern auch aus Rom und aus Jerusalem zu uns gefunden haben. Deswegen danke ich sehr herzlich Herrn Bernhard, Herrn Arvid Boll, Herrn Salano und Herrn Sadoun. Und ich danke auch sehr der Kuratorin dieser Veranstaltung, Sophia Nowak, die sich etwas im Hintergrund hält, und unserem ehemaligen Mitarbeiter Oliver Glatz, die beide diese sehr hochwertige Veranstaltung hier auf den Weg gebracht haben. Der heutige Thementag hat, wenn man von dem ersten Teil, den sich noch einige schon hinter sich haben, absieht, 2 Teile. In einem ersten Teil geht es um den historischen Überblick über die französisch und italienisch kolonisierten Gebiete und zeitweise von Deutschland besetzten Gebiete. Und im zweiten Teil, nach einer Pause, geht es um Fragen der Dokumentation, der Forschung und der Erinnerungspolitik und Kultur. Ich möchte Sie ganz kurz auch hinweisen auf einige Ausstellungstafeln, die wir draußen im Foyer haben. Wir haben einige der Tafeln des Projekts Die dritte Welt im Zweiten Weltkrieg des Rheinischen JournalistInnenbüros hier aufgestellt. Dies war vor vielen Jahren ein vielleicht erster in Deutschland, auch umstrittener Versuch, den Zweiten Weltkrieg und die damit verbundenen oder auch unabhängig davon erfolgten Verbrechen tatsächlich einmal unter globaler Perspektive als Ganzes in den Blick zu nehmen. Ja, und nun bleibt mir noch den Moderator des ersten Teils heute Abend vorzustellen, Stefan Pethke. Stefan Pethke studierte in Potsdam, Berlin und Damaskus Geschichte, Politik und Islamwissenschaft. Nach seinem Studium promovierte er bei Professor Wolfgang Benz am Zentrum für Antisemitismusforschung mit einer Arbeit über muslimische Soldaten in der Wehrmacht und in der Waffen-SS. Derzeit ist Stefan Pethke als freischaffender Historiker tätig und berät unter anderem das israelische Finanzministerium. Wir freuen uns, dass wir ihn heute für die Moderation gewinnen konnten. Ja, ich übergebe jetzt und wünsche uns allen heute Nachmittag und Abend, dass wir mit neuen Erkenntnissen und neuen Einschätzungen über die wenig bekannte Geschichte der Juden und Jüdinnen in Nordafrika nach Hause gehen können. Vielen Dank. Einen schönen guten Abend.
Vielen Dank für die Möglichkeit, heute hier zu sein. Ups. Vielleicht noch vorab, ich wurde darum gebeten, Ihnen zu sagen, dass es nach diesem Block mit den drei Vorträgen ja eine Pause gibt, in der auch Catering für Sie draußen aufgebaut werden wird. Also genau, zur leiblichen Stärkung. Die heutige Veranstaltung und die Vorträge der Experten werden sich mit der Geschichte der Juden Nordafrikas während des Zweiten Weltkrieges auseinandersetzen. Seit einigen Jahren haben sich Wissenschaftler wieder verstärkt den globalen Aspekten des Zweiten Weltkrieges gewidmet und versucht, auch die europäische Perspektive, die bis dahin eigentlich sehr vorherrschend war, wieder etwas aufzubrechen. Dazu gehört auch der Blick auf Nordafrika als Kriegsschauplatz. Bis heute herrscht sowohl in der englischsprachigen als auch in der deutschsprachigen Wissenschaft das Bild eines Gentleman War von Rommel und Montgomery vor, die in einer geradezu menschenleeren Wüste mit ihren Panzern Schlachten schlugen. Erst langsam rücken jenseits kleinerer Forschungsdisziplinen wie der Islam- und der Orientwissenschaften oder auch der Judaistik die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen in den Fokus der Wissenschaft. Dabei ist es wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass die europäischen Armeen gerade nicht auf menschenleere Gegenden trafen. Es gab moderne Stadtbevölkerungen, die nach europäischem Vorbild lebten, aber auch ländliche Bevölkerungen, die nach der Väter-Sitte als Bauern oder Beduinen lebten. Als die Armeen der Achsenmächte und der Alliierten aufeinander trafen, seit 1941, befanden sich die Länder des Maghreb und auch Nordafrikas seit mehr als 100 Jahren unter europäischer Kontrolle. Dabei blickten alle Gesellschaften, wie ich nochmal betonen möchte, auf eine lange Geschichte der Gewalt zurück. Zu nennen sind hier unter anderem die Aufstände gegen die Franzosen im Kabylei-Gebirge mit schätzungsweise 250.000 bis 900.000 Toten in den Jahren 1830 bis 1872. Die Aufstände der Rif-Kabilen gegen die Spanier in den Jahren 1921 bis 1926, unter anderem mit der Bombardierung ganzer Landstriche mit chemischen Kampfstoffen aus deutschen Beständen, was heutzutage auch gerne vergessen wird. Die Schätzungen der Toten sind da sehr uneinheitlich, deswegen scheue ich mich da jetzt Zahlen zu nennen. Und natürlich auch die Italiener, die nicht davor zurückschreckten, chemische Kampfstoffe einzusetzen und auch Massenerschießungen durchzuführen, um ihre Herrschaft in Libyen durchzusetzen. Schätzungen gehen davon aus, dass zwischen 1912 und 1931 ein Drittel der libyschen Bevölkerung ums Leben gekommen ist. Es ist wichtig festzuhalten, dass Nordafrika schon vor dem Zweiten Weltkrieg ein Labor der Gewalt war, in dem Techniken angewendet wurden, die in dieser Form in Europa nicht möglich gewesen wären. Und gerade diese Gegenwärtigkeit von Gewalt der europäischen Mächte ist umso wichtiger, sich zu vergegenwärtigen, wenn die Frage gestellt wird, und das machen wir ja heute auch, und das wurde im Film, fand ich, schon sehr gut umrissen und auch die Frage eigentlich konkret gestellt, ob es in Nordafrika zu vergleichbaren Aktionen gegen die jüdische Bevölkerung gekommen ist, die es erlauben, die Geschichte der Juden Nordafrikas in die gesamtjüdische Verfolgungsgeschichte während des Zweiten Weltkrieges einzubetten. Professor Saadun wird sicherlich in seinem Vortrag auf aktuelle Diskussionen eingehen. Und auch wurde schon gesagt, in Anbetracht des morgigen Internationalen Holocaust-Gedenktages, der bei der Planung der heutigen Veranstaltung berücksichtigt wurde, möchte ich die Frage in den Raum stellen, die auch noch mal am Ende des Films ja ein bisschen diskutiert wurde von den Interviewten, ob wir in Bezug auf die Juden Nordafrikas von Opfern des Holocaust sprechen können. Vielleicht so als Leitfrage auch. Nun habe ich die Freude, Ihnen Professor Michel Abitbol vorzustellen. Er gilt zu Recht als einer der herausragenden Experten für die Geschichte der Juden Nordafrikas. Bereits in den 70er und 80er Jahren forschte und publizierte er wirklich als einer der Pioniere auf diesem Gebiet zu den jüdischen Gemeinden in Marokko, Tunesien und Libyen und zu den Auswirkungen von Kolonialismus und Faschismus auf die gesellschaftlichen Strukturen in Nordafrika. Seine Tätigkeit als Wissenschaftler führte ihn nach Paris, Yale und Jerusalem, um nur einige Stationen zu nennen. Mehrfach mit Preisen ausgezeichnet, sind sehr, wie ich sagen muss, leider seine Arbeiten fast nur auf Französisch erschienen oder auf Hebräisch, sodass sie vor allen Dingen für das doch sehr beschränkt lesende wissenschaftliche Publikum in Deutschland häufig nicht Verwendung finden und auch recht schlecht rezipiert werden. Also da
Aufforderung an alle Verlage, übersetzen Sie die Arbeiten von Herrn Habib Boll. In seinem heutigen Vortrag Loin de la France occupée, Les Juifs d'Afrique du Nord sous le régime de Vichy, Far from Occupied France, Jews in North Africa under Vichy Rule, wird sich Habib Boll mit den Gebieten unter französischer Kontrolle widmen, die offiziell mit dem Deutschen Reich kooperierten. Eine weiter stark diskutierte Frage in der Wissenschaft ist weiterhin, inwieweit die französischen Behörden auch die Möglichkeit hatten, eine eigenständige Politik zu betreiben. Ich danke Ihnen und übergebe an Herrn Habib Boll. Bonsoir. Tout d'abord, excusez-moi de ne pas faire cet exposé en allemand. L'hébreu, vous avez vu le film, et donc vous savez bien que je parle aussi cette langue. Mais comme je suis moi-même un produit du colonialisme français en Afrique du Nord, je suis donc francophone, et c'est en français que je voulais vous parler d'un sujet tellement français, à savoir la vie, l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord sous Vichy. Il faut juste savoir que toute l'Afrique du Nord comptait 400 000 Juifs, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, et que jusqu'en novembre 1942, ces Juifs d'Afrique du Nord ont vécu à l'heure de Vichy, loin des regards allemands, et toute la législation raciste, raciale de Vichy leur a été appliquée aux trois communautés. Ces mesures étaient appliquées par le commissariat général aux questions juives. Elles ont été exécutées par l'administration française des trois pays. Et cette administration française était peuplée d'excellents fonctionnaires, d'excellents serviteurs de l'État français, parmi lesquels le nombre des républicains de raison et des anti-allemands de cœur dépassait largement celui des collaborateurs et des arrivistes corrompus et sans scrupules. Pourtant, l'entrée en guerre de la France contre l'Allemagne nazie en septembre 1939 a porté à son paroxysme le patriotisme, le patriotisme français des Juifs d'Afrique du Nord, qu'ils fussent citoyens français, comme les Juifs d'Algérie, ou sujets seulement, comme une bonne partie des Juifs de Tunisie et l'ensemble des Juifs marocains. Outre l'horreur de l'hitlérisme, les Juifs d'Afrique du Nord ont eu l'impression de faire corps avec la France, menacés comme eux par un adversaire, un ennemi qui entendait dominer le monde. Ainsi, des veillées de prière, des jours de jeûne ont été proclamés dans toutes les communautés juives d'Afrique du Nord à l'annonce de la guerre, et des centaines de Juifs d'Afrique du Nord se sont engagés dans les armées françaises, bien que la plupart aient été dispensés du service militaire parce qu'ils n'étaient pas français. Mais à lire les rapports officiels français, cet engouement, ce débordement de patriotisme de la part des Juifs, disons qu'il gênait, qu'il embarrassait plus qu'autre chose les autorités françaises. Et les Juifs eux-mêmes ont dû se rendre à cette évidence que les agressions anti-juives se sont multipliées au fur et à mesure que les informations sur la situation du front, au fur et à mesure que les informations sur la débâcle de l'armée française s'amoncelaient. Et en fait, l'affaiblissement de la puissance coloniale est en soi générateur de conflits, et cet affaiblissement de la puissance coloniale va raviver chez les populations musulmanes du Maghreb un sentiment d'indépendance. Et donc, ces populations du Maghreb, qui sont encouragées par ce qui avait l'air d'être un crépuscule français, vont commencer par porter leur coup au maillon le plus faible de la situation coloniale, le juif, dont la promotion sociale a été précisément l'un des éléments les plus révoltants aux yeux d'une partie de l'opinion musulmane de l'expérience coloniale.
Par conséquent, il n'est guère le fait du hasard. Si les incidents entre juifs et musulmans ont diminué lorsque le régime de Vichy s'est mis en place et lorsque ce régime de Vichy a commencé à publier des décrets et des lois rendant aux juifs l'infériorité légale ou, si vous voulez, l'ancien statut de dhimmi qui avait été celui des juifs en terre d'islam. En outre, parce que les juifs étaient, pour des raisons évidentes, pour la poursuite de la guerre contre l'Allemagne nazie, ils étaient considérés comme les alliés automatiques de l'Angleterre. Et l'Angleterre n'était pas aimée ni par les musulmans, parce que l'Angleterre, c'était la Grande-Bretagne de la Palestine, ni par les pieds noirs, les Européens. Les Européens, surtout après l'attaque de Merzel Kébir du 3 juillet 1940. Les sympathies des pieds noirs, les sympathies des Européens d'Afrique du Nord, les portaient tout droit vers Pétain. Et donc, c'est un soutien massif au régime de Pétain que les Européens d'Afrique du Nord lui accordent. Ils étaient plus prompts à lui accorder leur soutien que la première mesure du maréchal Pétain à l'encontre des Juifs d'Algérie, des Juifs d'Afrique du Nord, c'était la suppression, l'abrogation du décret Crémieux. Ce décret Crémieux qui, en 1870, avait accordé la nationalité française aux Juifs d'Algérie. Or, depuis sa proclamation, en 1870, l'abrogation du décret Crémieux était devenue une sorte de cri de guerre de tous les antisémites d'Algérie. Et donc, Pétain, pour faire plaisir aux Européens d'Algérie, a commencé donc par abroger le décret Crémieux avant de publier le statut des Juifs d'octobre 40. Ce statut des Juifs d'octobre 40, il a été appliqué en Afrique du Nord comme en France, la France non occupée, et les Juifs donc vont être interdits de diverses professions, comme la presse, les assurances, le théâtre, le cinéma, le grand commerce des bestiaux et des céréales. Et à partir de 1941, une série de décrets vont aussi instituer dans les trois pays l'aryanisation des biens juifs, précédée d'un recensement général de la population, ainsi que l'application des numerus clausus très stricts dans les professions libérales et aussi la limitation des admissions dans les lycées et même dans les écoles primaires. Il faut dire qu'en France, les Juifs pouvaient aller dans les écoles primaires librement pendant la guerre, mais en Afrique du Nord, la mesure prise par Vichy a été, disons, aggravée en Algérie à la demande de la population européenne locale. À ces mesures, il faudrait aussi ajouter un décret marocain du 19 août 1941 qui interdit aux Juifs de résider dans les quartiers européens et de revenir dans les quartiers juifs, dans les mellahs, où ils vont s'entasser dans des conditions absolument inhumaines. En plus, et on l'a vu dans le film, les autorités de Vichy ont ouvert des camps de travail, des camps de transit, mais en fait c'était des camps de travail pour des milliers de réfugiés juifs d'Europe centrale et d'Europe orientale qui ont été bloqués en Afrique du Nord depuis la veille de la Seconde Guerre mondiale, et ainsi que pour des centaines de soldats juifs démobilisés de la Légion étrangère. Et ces soldats juifs qui étaient apatrides, n'est-ce pas, au lieu d'être démobilisés et renvoyés chez eux, ils ont été tout simplement incarcérés et renvoyés dans des camps au Sahara et dans des conditions terribles. Et ils devaient participer, en compagnie d'ailleurs de républicains espagnols, à la construction de la voie ferrée transsaharienne reliant l'Afrique du Nord à l'Afrique centrale. Pierre de touche de la législation anti-juive de Vichy, le statut des Juifs de 1940 a été amendé en 1941 et il définit comme juif toute personne de religion juive ainsi que toute personne issue de trois grands-parents juifs. Cette définition a été appliquée telle quelle en France, bien sûr, mais aussi en Algérie. Mais au Maroc et en Tunisie, le législateur ou les autorités françaises ne voulaient pas offusquer
le roi du Maroc et le bey de Tunisie. Et c'est pourquoi au Maroc et en Tunisie, un juif converti à l'islam n'était plus considéré comme juif. Alors qu'en Algérie, un juif converti à l'islam était toujours considéré comme juif. Et donc on arrive à cette absurdité du régime de Vichy. Un juif, disons, algérien, converti à l'islam, si par hasard il allait en Tunisie, il redevenait juif, n'est-ce pas ? Si ou bien s'il retournait en Algérie, donc, il n'était plus juif, et s'il continuait de l'Algérie au Maroc, donc, il redevenait juif. Mais ce sont les absurdités de l'histoire. Bien entendu, on peut parler des lois, des décrets, mais les conséquences sont différentes aussi d'un pays à un autre. Elles ont varié, tout d'abord, à cause de la population. Là où il y avait une population antisémite, comme en Algérie, les pieds noirs d'Algérie, les mesures anti-juives ont été appliquées de façon drastique. Et à l'inverse, dans les pays où il n'y avait pas vraiment cet élément européen antisémite, les mesures ont été appliquées un peu moins durement. Par exemple, on sait que l'administration marocaine était remplie de francs-maçons, de Français francs-maçons, et ces francs-maçons ont essayé par tous les moyens de réduire la portée des mesures anti-juives. Il y a aussi des questions personnelles. Par exemple, on sait qu'en Tunisie, le gouverneur, le résident général, l'amiral Esteva, était un catholique fervent. Et en tant que catholique, il avait véritablement des problèmes de conscience, jusqu'à quelle mesure il voulait appliquer ou pas. Et donc, ces mesures. Et donc, on sait que grâce à l'amiral Esteva, les mesures anti-juives, notamment l'arianisation, ont été, ralenties. On ne peut pas dire autant du Maroc, parce que l'administration, le résident général du Maroc était, lui, il était connu d'abord pour avoir été un grand républicain, un homme de gauche, mais quand Pétain est arrivé au pouvoir, ce général Noguès va devenir un collaborateur, mais vraiment de premier ordre. Quant aux musulmans, les musulmans d'Algérie, on peut dire grosso modo qu'ils étaient restés indifférents à l'abrogation du décret Crémieux. Les musulmans de Tunisie, il faut surtout parler de l'attitude amicale et dans le film, nous l'avons vu, du bey de Tunis. D'abord Ahmed Bey et surtout son fils Monsef Bey. Et le film a montré comment Monsef Bey a profité de ces événements pour décorer des personnalités juives. D'ailleurs, lui-même, il était proche des milieux nationalistes musulmans. Et quand quand la France va retourner en Tunisie, l'un des premiers gestes des autorités françaises était tout simplement de détrôner le Monsef Bey pour connivence avec l'ennemi, en l'occurrence connivence avec l'Allemagne. Ce qu'il y a aussi de remarquable concernant la Tunisie, c'est le rôle positif joué par les Italiens. Et on peut dire que les Italiens, à leur façon, vont saboter la politique anti-juive de Pétain en Tunisie, conformément à la loi d'arianisation des biens juifs. La résidence française à Tunis a voulu d'abord saisir les biens des 4 à 5 000 juifs livournais, juifs italiens, n'est-ce pas, qui étaient de conditions, de conditions très confortables. Ces juifs italiens, bien sûr, quand la mesure a été établie, ils vont se tourner vers les autorités italiennes de Tunis. Les autorités italiennes de Tunis vont considérer que toute cette mesure française était en fait un acte anti-italien, et les autorités italiennes de Tunis vont se tourner vers Ribbentrop, vers les Allemands, pour demander à Ribbentrop de bien vouloir protéger les juifs italiens. Et c'est ce qui va se passer. Grâce à cette intervention des autorités italiennes, donc en faveur des juifs d'Italie, les juifs d'origine italienne vivant en Tunisie n'ont pas été touchés par l'arianisation des biens.
Et quand les autorités françaises ont vu qu'ils ne pouvaient pas arianiser les biens des Juifs d'origine italienne, eh bien, ils vont renoncer à arianiser les biens de tous les Juifs. Ils avaient peur aussi que les Juifs indigènes, comme on les appelait, ne fassent passer leurs biens aux mains des Juifs italiens. Et donc, de cette façon que les Juifs de Tunisie n'ont pas eu à souffrir de l'arianisation. Au Maroc, comme je vous le disais, le général Noguès, lui, était un très bon pétainiste. Il a appliqué, comme il fallait, toutes les lois anti-juives. Il reste, bien sûr, un sujet, et le film en a parlé, le rôle du roi du Maroc dans cette histoire. D'après certaines légendes, le roi du Maroc, le roi du Maroc aurait défendu, aurait protégé les Juifs. La vérité, la documentation ne nous permet pas une telle affirmation. Tout ce que l'on sait, c'est que le roi du Maroc a signé toutes les lois anti-juives. Alors on peut toujours dire qu'il les a signées, comme il a signé parfois des lois anti-musulmanes, comme le Dahir Berber. Il l'a fait tout simplement parce que s'il avait refusé de signer, eh bien, les Français l'auraient détrôné sur le champ. Donc il a signé ces lois. Mais cela ne voulait pas dire qu'il adhérait aux lois, il adhérait au contenu et à la philosophie, disons, antisémite des lois de Vichy. Mais on ne peut pas dire autant des conseillers du roi. Ce roi du Maroc était entouré de beaucoup de conseillers qui étaient véritablement anti-français, des nationalistes et même anti-juifs. Par exemple, nous avons aussi entre autres, le témoignage du grand vizir. Le grand vizir, c'est le ministre, n'est-ce pas, le grand ministre du roi du Maroc, El Mokri, qui en 40 va exposer sa vision du problème juif. Et il va l'exposer à Paul Baudouin, qui était le ministre des Affaires étrangères de Vichy. Je cite. Avant le protectorat, les Juifs mettaient une vingtaine d'années pour faire une grosse fortune. Il ne jouissait pas 10 ans. Et à ce moment-là, une petite révolution intervenait qui jetait leur fortune par terre. Les Juifs recommençaient et s'enrichissaient à nouveau pendant 30 ans pour aboutir finalement à la confiscation de leurs biens excessifs. Maintenant que le protectorat existe, nous craignons que ce rythme trentenaire soit interrompu. Le protectorat dure depuis 28 ans. Il nous reste donc 2 ans pour confisquer la fortune des Israélites suivant la règle séculaire qui me paraît très sage. Cela dit, à la différence de ces messages anticolonialistes et anti-impérialistes, il ne semble pas que les thèmes anti-juifs véhiculés au Maroc, comme dans le reste des pays arabes, par la propagande nazie, aient eu un effet immédiat sur les relations entre juifs et musulmans. Relayées par Paris Mondial, les émissions nazies à destination du Maghreb se sont pourtant intensifiées quelques semaines à peine après l'armistice de 1940. S'employant surtout à accréditer l'idée d'une victoire toute proche du Troisième Reich. Ils ont eu pour cible quotidienne les Anglais et les Juifs, présentés comme ennemis communs du monde arabo-musulman et de l'Allemagne. De fait, de nombreuses chansons populaires, en berbère et en arabe, ont l'honneur de Hajj Hitler ou Maalem Hitler, ont été composées dans la campagne nord-africaine et dans les bidonvilles des grandes villes au cours de ces années-là. Mais dans l'ensemble, les Allemands étaient respectueux des accords d'armistice qui ont laissé à la France l'intégralité de son empire et ils se sont gardés d'inciter la population nord-africaine à la révolte, tout comme ils ont freiné les appétits de Franco et de Mussolini qui, au lendemain de la débâcle, ont voulu s'emparer du Maroc français et de la Tunisie. Cela n'a pas empêché cependant de nombreux militants nationalistes maghrébins appartenant au PPA algérien, aux deux destours tunisiens et au courant nationaliste marocain de travailler ouvertement pour les puissances de l'Axe. Un exemple fort bien documenté est celui du Marocain Abdelkhalik Torres, venu rencontrer à Berlin en janvier 1941 le maréchal Göring ainsi que Himmler, qui lui ont promis armes, munitions et aide financière en vue de préparer en temps opportun l'invasion allemande du Maroc français à travers l'Espagne et Gibraltar. Torres a formé dans ce but une organisation clandestine pour la libération du Maroc,
dont les principaux membres ont été Ibrahim Ouazani, Maki Nassiri et Ahmed Balavrej, qui sont tous de grands représentants du nationalisme marocain. Suivant le plan d'action qui lui a été communiqué quelques jours plus tard à Madrid par l'amiral Canaris, un sous-marin allemand chargé d'armes et de munitions devait venir déposer sa cargaison dans une crique bien abritée, non loin de Ceuta, tandis qu'une importante somme d'argent serait mise à sa disposition dans une banque de Tanger. À la date convenue, ni argent ni armement allemand ne sont arrivés, et tout donne à penser que le complot a été éventé à la suite d'une action conjuguée des services d'espionnage de Franco et du deuxième bureau français, qui, l'un comme l'autre, ne voulait guère voir Hitler faire main basse sur le Maroc. En fait, après l'échec de la bataille d'Angleterre, Hitler lui-même a abandonné son plan d'intervention au Maroc, qui, il faut bien le souligner, n'a jamais été considéré sérieusement. Plus accaparé que jamais par ses visées expansionnistes vers l'Est, le Führer ne s'est réellement intéressé au sud de la Méditerranée qu'à la suite des embarras de son allié italien Mussolini. Et c'est pour le sauver d'une déroute certaine devant les troupes du général anglais Wavell qu'il a envoyé en 1941 l'Afrika Korps du maréchal Rommel dans le désert libyen. Menaçant directement les lignes de défense britanniques dans la vallée du Nil, l'avance foudroyante des panzers allemands sur les confins égyptiens durant l'été 1942 a été déterminante dans la décision américaine d'ouvrir un second front en Afrique du Nord, commencé au lendemain de la chute de Tobrouk. Les négociations entre Américains et Anglais vont aboutir à l'opération Torche et au débarquement allié du 8 novembre 1942 sur le littoral algérien. Comme les Allemands avant eux, les Américains ont eu besoin du concours de militants locaux pour mettre à exécution leur plan. Tandis que les Allemands ont eu recours au nationalisme musulman, les Américains ont fait appel aux résistants juifs algériens, dirigés par le docteur José Aboulker, auquel ils ont promis aussi d'envoyer armes et munitions. Mais pas plus que les Allemands, les Américains n'ont tenu parole, et les résistants algériens ont aussi attendu en vain la montée des flots des submersibles américains chargés d'armement. Mais en dépit de ce contretemps, le débarquement anglo-américain a bien eu lieu, et dans la nuit du 7 au 8 novembre 1942, il a été précédé d'une action de grande envergure menée par la résistance algérienne qui, sans coup férir, s'est emparée de tous les principaux points stratégiques d'Alger et a neutralisé pendant de longues heures les principaux chefs militaires français susceptibles d'organiser une riposte. Beaucoup d'efforts pour rien, car au même moment, l'envoyé du président Roosevelt sur place, Robert Murphy, signait un accord de cessez-le-feu avec l'amiral Darlan, le successeur désigné de Pétain, arrivé par hasard à Alger et qui, au nom du maréchal, a demandé l'arrêt des combats à Oran et à Casablanca, où le général Noguès va faire front à l'agression américaine jusqu'au 11 novembre. Donc, doublé par Murphy, qui a accepté qu'en échange de l'arrêt des combats, les Américains n'interviennent pas dans les affaires internes de l'Afrique du Nord, la résistance algérienne n'a pas tardé à constater son isolement et son échec. Les nouveaux chefs de l'Empire, vivant désormais sous la protection des États-Unis, n'étaient autres que Darlan, Noguès, Join, Châtel et Boisson, qui vont continuer d'invoquer leur attachement à Pétain. En fait, ce qui a conféré à cette résistance algérienne un côté massif populaire, c'était ces éléments juifs. Sur les 317 conjurés qui ont participé à la révolte, à l'insurrection, 315 étaient juifs. Mais dans la lourde atmosphère anti-juive qui régnait ces années-là en Afrique du Nord, il fallait beaucoup de naïveté pour croire un seul instant que le peuple d'Alger allait se soulever pour suivre ces voyous juifs, comme certains les appelaient. S'étant fixé pour but unique la libération de la France, le docteur Aboulker, le chef de cette résistance juive, lui-même n'a pas été trop regardant quant au désintérêt idéologique des dirigeants de son mouvement, et qui, comme le maître Duvreuil, Henri d'Astier et d'autres, ont été aussi vichistes qu'anti-allemands. Par conséquent, la levée des lois anti-juives était le dernier de leurs soucis, et au moment venu, ils ne feront rien pour accélérer
l'abolition de ces lois, ni même pour empêcher l'internement de leurs frères de combat juifs accusés d'avoir trempé dans l'assassinat de Darlan le 24 décembre 1941. D'ailleurs, le service des questions juives a continué d'exister à Alger jusqu'en mars 1943, malgré la présence américaine, et lorsque la mobilisation générale a été décrétée, quelques semaines après le débarquement, les réservistes juifs algériens ont été versés dans des unités spéciales ou relégués dans des camps de pionniers et non pas dans les unités régulières. Dans ces conditions, de Casablanca comme à Alger, l'heure des déceptions n'a pas tardé à venir après l'entrée des Américains. Noguès a continué à régner en maître absolu sur son fief marocain, comme du temps de Vichy. Et longtemps après le 11 novembre, il a gardé des contacts étroits avec Laval par l'intermédiaire des services de renseignement espagnols. Rien donc n'a été changé dans l'administration, ni dans les organes de presse du protectorat, qui ont continué à s'en prendre aux Juifs, aux gaullistes et aux partisans des Alliés, comme si les Américains se trouvaient à 1 000 lieues du pays. Encouragés par les pouvoirs publics, les organisations extrémistes européennes ont organisé des actions punitives contre les mélas de Casablanca, quelques instants après le premier défilé des troupes américaines dans la ville. Des troupes de même nature ont éclaté au cours des jours suivants dans les autres villes du royaume. Ainsi donc, la situation n'a commencé à vraiment à changer qu'avec l'arrivée au pouvoir du général Henri Giraud, dont le choix a été imposé par les Américains après l'assassinat de Darlan en 1942. C'est d'ailleurs sous la pression des États-Unis que le nouveau commissaire français, dont les opinions n'étaient pas tellement éloignées de celles de Pétain, a accepté de supprimer la législation héritée de Vichy. Et il a attendu jusqu'au 14 mars 1943 pour abolir les lois raciales. Mais dans le même temps, il va abroger une seconde fois le décret Crémieux. Donc le décret Crémieux accordant la nationalité française aux Juifs d'Algérie. Donc on voit ce phénomène historique absolument étrange. Ce décret, qui donc a été promulgué en 1870, voilà qui va être abrogé deux fois en l'espace de trois ans. Une fois par Vichy et une seconde fois par Giraud, qui en principe était un anti-vichiste, un anti-pétainiste. Et Giraud l'a abrogé, au nom là aussi pour établir une certaine égalité entre juifs et musulmans. Et ce qu'il faudrait ajouter pour compléter ce tableau, c'est qu'en fait, les juifs d'Algérie vont être rétablis dans leur nationalité par le général de Gaulle en octobre 1943, mais le général de Gaulle n'a pas publié un texte abrogeant l'abrogation du décret Crémieux. Il a tout simplement annoncé l'abrogation parce qu'il n'y a pas eu d'ordonnance pour l'application du décret de Giraud. Donc les juifs d'Algérie vont retrouver, si vous voulez, leur nationalité française par défaut et non pas par volonté du nouveau régime gaulliste. Ainsi donc se termine cette phase de l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord pendant la guerre. Comme chacun sait, la lutte pour l'indépendance du Maghreb va commencer immédiatement après la guerre, immédiatement après la libération de l'Afrique du Nord, dès le printemps 1943. Une lutte anticoloniale et anti-française, mais aussi avec des accents anti-juifs, parce que le juif est toujours présent dans la vision anticoloniale des musulmans d'Algérie, et aussi anti-sioniste. Et on l'a vu dans le film, dès 1945, il y a eu des premiers pogroms en Libye, en Égypte, en Irak, encore un peu plus tôt. Et donc, cette lutte pour l'indépendance de l'Afrique du Nord va aussi se télescoper chez les Juifs avec une autre lutte qui se déroulait dans un théâtre un peu lointain, la lutte pour la création d'un État juif en Palestine qui
va aussi atteindre, cette lutte va atteindre aussi son paroxysme à partir de 1944. Ajoutez au départ prévisible des Français un nombre grandissant de Juifs avec le temps, va finir par penser que sa place n'est plus en Afrique du Nord. Et c'est ainsi qu'on va assister à la fin de la diaspora juive en terre d'islam, la plus vieille de toutes les diasporas du monde juif. Et cette fin de la diaspora juive en terre d'islam est aussi, on est obligé de le constater, une conséquence de la Seconde Guerre mondiale, de la Shoah, si vous voulez, tout en n'ayant pas eu, bien entendu, tout en n'ayant pas été accompagné par les mêmes événements tragiques, n'est-ce pas, qui ont marqué l'histoire des Juifs en Europe pendant cette même période. Je vous remercie. Merci. Ich hatte noch in meiner Einführung vergessen zu sagen, dass Sie die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen, wobei ich Sie doch darum bitte, nur wenn Sie wirklich Verständnisfragen haben, diese zu stellen, weil eine Diskussion mit dem Auditorium dann später in dem Abschnitt mit Haim Sardun stattfinden soll. Also gibt es von Ihrer Seite Verständnisfragen? Ich habe hier ein Mikro. Ach, das für mich? Okay, dann ist das für mich. Ja. Ich gebe Ihnen mal einfach das Mikrofon, damit das geht schneller. Merci beaucoup. Je me permettrai de vous parler français puisque vous avez tenu vos discours en français. J'ai seulement une question concernant l'antisémitisme en Afrique du Nord. En France, l'antisémitisme était répandu parmi la bourgeoisie française. L'Action française, avec l'idéologie de Charles Maurras, avait surtout dans le Midi une grande influence. Est-ce que l'Action française avait aussi une certaine influence en Afrique du Nord auprès des Européens ? Merci. Madame, je voudrais vous dire que l'Algérie a été le laboratoire de l'antisémitisme français en France. Et en fait, l'antisémitisme en Algérie a commencé dès 1870 et c'était même un marqueur de l'identité française de la population européenne d'Algérie. Et c'est pourquoi les grands dirigeants de l'antisémitisme français vont tous passer par l'Algérie. Et ce qu'il y a d'étrange d'ailleurs, c'est que cet antisémitisme n'a rien à voir avec l'affaire Dreyfus. L'antisémitisme pied-noir d'Algérie est un antisémitisme même radical, socialiste. Et nous avons des textes presque bizarres d'un homme comme Jean Jaurès, qui, au passage de l'Algérie, a produit des textes qui sont véritablement anti-juifs. D'accord. Donc c'est un phénomène de masse, l'antisémitisme en Algérie. Et cet antisémitisme n'était pas du tout ecclésiastique. C'était un antisémitisme laïque, laïcard même. Et il se focalisait sur le décret Crémieux. Parce que le décret Crémieux a accordé la nationalité française aux Juifs d'Algérie et il pensait que les Juifs, parce que Juifs, ne devraient pas être Français. Donc c'est un antisémitisme très identitaire. D'accord ? Et il a balayé l'Algérie pendant des années. Il y a eu un folklore anti-juif en Algérie qui n'a pas touché les musulmans, d'ailleurs. Un folklore européen. On fumait des cigarettes anti-juives, on mettait des casquettes anti-juives, on prenait de l'absinthe anti-juive. Il n'y avait pas de localité, de commune européenne d'Algérie qui n'ait pas eu au moins un journal ou deux avec le titre « L'anti-juif » ou « L'antisémite ». Donc c'est un phénomène de masse qui n'a pas été étudié suffisamment et qui va trouver en fait toute son expression pendant la Seconde Guerre mondiale. Gibt es weitere Fragen? Okay. Wunderbar, vielen Dank. Merci beaucoup.
Ich darf Ihnen nun Eric Salerno ankündigen. Er hat zwar im Vergleich zu Michel Abitbol keine so beeindruckende wissenschaftliche Karriere absolviert, allerdings sind die Arbeiten von Herrn Salerno der Beweis, dass wichtige Impulse für die Forschung auch von außerhalb der Wissenschaft kommen können. Herr Salerno bereiste seit den frühen 70ern als Korrespondent für die italienische Tageszeitung Il Messaggero Libyen, wo er unter anderem mit Gaddafi und anderen Führungspersönlichkeiten zusammentraf. 1979 verfasste er bereits seine erste Publikation über den Genozid in Libyen, indem er sich den Opfern des italienischen Kolonialismus widmete. Seit den 1980ern bereiste er von Israel aus den Nahen Osten und Nordafrika und nach ausführlichen Recherchen publizierte er unter dem Titel Uccideteli tutti, tötet sie alle, die Geschichte der Juden Libyens während des Zweiten Weltkrieges. Heute schreibt Herr Salerno Analysen und Kommentare zum Nahen und Mittleren Osten und Nordafrika für die italienische Huffington Post, das italienische Radio und das Fernsehen. Sein heutiger Vortrag Italian Colonialism in Libya, the Fascist Racial Laws and the Confused and Confusing Treatment of Jews widmet sich der italienischen Politik gegenüber der jüdischen Bevölkerung in Libyen. Vielen Dank. Good evening. I would prefer speaking in Italian as we're talking about an ex-Italian colony, but unfortunately I'll just have to continue speaking in English. There is actually a very famous film that was made, I think, in the late 60s, early 70s, called Italiani Brava Gente, Italians Good People, which is basically true. The Italians are nice people. I'm Italian, so definitely we are nice people. But they do bad things like everybody else does bad things. And we'll talk a little bit about this. They're going straight to Libya. There are no more Jews in Libya. There are Jews in Algeria and Tunisia and a lot in Morocco, but there are no Jews in Libya for different reasons. And some of the Jews left Libya after 1948. And the birth of Israel. Others in 67, when the king suggested, let's put it this way, that the Jews better leave because the situation in the Middle East after the war of 67 was getting more and more complicated. It was better for them to go away. And then the rest of the Jews left when Gaddafi in 69 came to power, and he threw out all the foreigners. So what was left of the Jewish community at the time were Jews carrying Italian passports, British passports, Spanish passports, and that had lived there for centuries, their families. And they were basically thrown out of the country together with all the non-Jews, British and American and others, that were, as far as the Libyan leader, they were part of the colonial enterprise that had ruled Libya after the end of the Ottoman Empire. And he decided, the Jews, we have no problem with them coming back. They can, the ones that want to come back to the country can apply for new passports, new relations. Many Jews, there was never a problem of a Jew going to Libya after that with Gaddafi. There was a problem if they went back to claim their properties if they were living in Israel. If they were living in Europe, he said, we don't have any problem with you. You can come back whenever you want. Nobody ever went. When the Italian, in 1911, when the Italian conquerors arrived in Libya, there were about 15,000 Jews living in and around Tripoli. And of these, about 1,000 were of Italian origin. There were about 30,000 Jews at the time in the region, in Libya. I call it the region because Libya was not really a country as such. It was a group of three provinces that the colonialists decided to put together. They had agreed to put together. So Libya had Cyrenaica, which was the eastern province.
The west was Tripolitania, and in the south, Fezzan, which became part of Libya and the Italian colony, and after that of Libya that exists today, much later, in the, around the 1929, from an agreement that was made between Mussolini at the time and the French government. When the Fascist Party came to power in 1921, 22, 23, the number of Jews in Libya started growing. And but the communities were divided because the country was very big and very divided. And so you, different cities, there was Tripoli and Benghazi in the east, Jews of different origins, different financial positions. There was an elite of merchants and entrepreneurs, people involved in the bureaucracy of the colonial enterprise. Some were Italian, others were French, Spanish. Many had arrived from Gibraltar with British passports. And I must say, a certain feeling of superiority. Most of them were of Sephardi origin. And slowly, they started to link with the Jews of Libya, the original Jews of Libya that we're talking about, which had been living in the North African country since they left Jerusalem. They had first started living in Cyrenaica, in the, as I said, in the eastern part, just over the border with Egypt. And then they were, after conflicts with different powers in the region, they moved into the mountains. And they and a few settled in Tripoli, in the old city of Tripoli, and which is the, called the Hara. And it was an exchange of communities moving back and forth. And even though the first step had been Cyrenaica, they ended up almost all of them in Tripolitania, some along the coast, as I said, and others in the mountains south of Tripoli, very little in the mountains of Cyrenaica. They linked very closely. They intermarried with the Berbers. They Berbers became Jewish. Jews became Berbers. And then the Muslim invaders arrived much later, and so many Jews either were forced or introduced to Islam and decided out of marriage or other relations to go into the new religion that had arrived there. There was even talk, not really proof, but it's rooted in the tales that have been told by families all over that part of North Africa, of a warring princess, a princess that led both Jewish and Berber. She was a mixed Jew who was fighting the Muslim invaders when they came in. These are, you know, stories, fables. They are important things because at least they explain that the Jews were not isolated over there. They were living together with the other communities. And part of this Jewish community, the ones that didn't stay on the coast, moved up into the mountains. They're about 100 kilometers south of Tripoli. And Tripoli is on the coast, as you see on this map. And what the Garian map that you see just south of it is in between this area. And they were called troglodytes, cave dwellers, and lived together with the Berbers that were also troglodytes. And they had very good relationships. They lived on this very rocky, hilly land, not much to do because of pasture, a little bit of farming, and very little education over there at the time. And their relationship, Jews and Berbers, lasted for many, many years. One reason, because the Berbers did not really like the Arabs that arrived with the conquest through the years. And they had their own language, the Berbers, and their own written language. And so they felt that they were a minority that was close to another minority, which is a very important thing that we found in many colonial countries. They also, the Berbers, took care and still take care today. I wouldn't say today. I don't really know what the situation is with the country, with Libya, in a vast civil war.
But they took care of the properties and the synagogues of the Jews when the Jews left. I visited a few of these 5-6 years ago, when I think was the last time I was in that area, was about then. And I saw, they showed me the Berbers, this property belonged to this family, and this was a synagogue, and the synagogue was closed and respected, and nobody was trying to destroy anything of that. And when the, it was interesting because liberal Italy, the colonial Italy, had absolutely no problem with the Jews, neither in Italy nor in the new colony. Only the socialists in Italy of the time had opposed the colonial enterprise. They were the only ones that fought against Italy invading Libya in 1911. Most of the Italian population, both Catholic and Jews, followed the prevailing trend. There are cases in which a few Jews linked up together with Berbers and Arab in Libya to fight against the Italian invaders. And most of the Jews that were in Libya, whether they were Libyans that had been living there for centuries or millennium, or Jews that arrived over the years, linked in immediately with the Italian colonialists. It was a typical thing that when minorities that are living in countries tend to go for the prevailing power to protect themselves. There was a very clear affinity between the Italians and the Jews of Libya. And as the dominating power arrived and was able to communicate with these foreigners, that was, some of them spoke the same language, everything was going fine at the beginning. And as Libya was, as I said before, a colonial creation, the people that were being isolated over there by the colonialists were the Arabs and vice versa, and not the Jews at the time. When Cyrenaica was and still is the richest part of Libya, oil basically, and gas. It's very interesting, something that happened in the I think it was 1929 or something like that, if I remember well. There was a group called the Jewish Territorial Association that was based in London, and they sent a group of people to explore the possibility of creating a Jewish state in Libya. And they traveled, they spoke to the some of the rabbis that were there and other personalities from the different groups of Jews living along the coast. And they came to the conclusion that it wasn't a good thing to do, to have a Jewish state over there, because the area was too poor and it would never be able to sustain a future. I think with the oil that they have today, it would have been a very rich Jewish state. What happened then was, in the Second World War, when we get into a different phase, as I said before, what was happening to the Jews of Libya during the Second World War, one must remember that many of them, as those of Italy, joined the fascist party out of fascination or conviction. 350 Jews in 1923 took part on the famous March on Rome that brought in the dictatorship. And in 1928, 10% of the Jewish population of Italy, a very high percentage when referred to the number of Jews in the country, were enrolled in the fascist party. Mussolini's lover, Margherita Sarfatti, was a Jewess from a well-known family. She wrote the Duce's first biography. Many North Italian Jewish industrialists were financing the fascist party and its leader. There were Jews in government in the high ranks of the armed forces, one of whom was Maurizio Rava, a general of the fascist militia, who became the vice governor of Libya and governor of Somalia.
the Jews of Italy were Italian, as all Italians, and as all Italians, they were divided in their political positions, some siding with the new reality, others fighting it to the very end. These same divisions, though probably less ideological and more practical, occurred in Libya. But contrary to the relative lack of anti-Semitism of the first years of fascism in Italy, when Margherita Sarfatti was writing the Duce's speeches, the fascists in the colony took a different stance. According to the Italian historian De Felice, the fascist seizure of power, I'm quoting, emboldened the local fascists, particularly in Tripoli, and swelled their meager ranks. Fascism gave more space and vigor to nationalist Italians, both civil and military. The nationalists had criticized the colonial authorities' laxity and lack of firmness in dealing with the indigenous groups and their claims of equality with the Italians and Europeans in general. In this context, some animosity against the Jews, especially Libyan Jews, was expressed. The situation became more and more tense after two Jewish brothers in Libya were accused of spying and smuggling for the Arab rebels against the Italian powers, and of another Jew accused of complicity in sustaining the revolt. When they were acquitted, the fascist party of Tripoli sent Mussolini a telegram of protest. Why, they asked in this telegram, should the Jews go free when the same crimes, and for the same crimes, Arabs and Berbers were sentenced to death and hung? This is one of the main defining moments of the history of modern Libya and Rome's presence. Italy consolidated its power with a massive military operation that was called La Riconquista, the reconquering. As I mentioned, Rome had gained a strategic foothold in Tripolitania, but had been forced to regroup, almost retreat from most places in Cyrenaica due to the resistance led by the Senussi, the traditional religious leader of the Arab Muslim peoples of the region. Their capital had moved to the desert oasis of Kufra, but their forces, both mobile and strong thanks to the total support of the people, commanded the vast desert and the northern mountains of Cyrenaica. Pietro Badoglio was the first governor of Tripolitania and Cyrenaica from 1929 to 1933. During his governorship, he played a vital part in defeating the Libyan rebels. With the full authorization of Mussolini, he had contemplated genocide to obtain his victory. On the 20th of June, 1930, Badoglio wrote to General Graziani, I'm quoting, "As for overall strategy, it is necessary to create a significant and clear separation between the controlled population and the rebel formations. I do not hide the significance and seriousness of this measure, which might be the ruin of the subdued population." And he added, "The course has been set, and we must carry it out to the end, even if the entire population of Cyrenaica must perish." He meant what he said. He used, for the first time after the First World War, he used projectiles, bombs, with poison gas, with mustard gas, leftovers from the war, that were by that time illegal by international convention. And then he put most of the population into 15 vast concentration camps in Cyrenaica. Tens of thousands of people died in this operation, part of them in the camps, part of them as they were being moved, and they moved from their villages, from where they were living, their camps, their animals killed on the way or dying of lack of water. And they talk about half the population of Cyrenaica perishing in that time. We're talking about Arabs of Cyrenaica, not the Jews. The Jews at the time were mostly in Benghazi and around Benghazi. The Italian prime minister, the one we had till a few years ago,
Berlusconi apologized to the Libyan leader for the crimes committed. And there is still an agreement that is valid with which Italy is supposed to compensate Libya for what it did in those years. The concentration camps, these 15 camps created over there, of which there are photographs and other and testimonies, and some of the things that some of the people that I spoke to and that I quoted in one of my books, the first one that came out in 1979, I think it was, they were, according to many historians, considered almost the basis for the concentration camps that just a few years later appeared in Germany and in Europe, the Nazi concentration camps. By 1931, the reconquest that started in 29 was over. In the midst of this operation in 1930, Badoglio had been involved in a polemic referring to the status of the Jews of the colony. The Italian Jews, he noted, were a small community, Italian Jews in Italy, were a small community and very integrated. And therefore, the government in Rome could allow them to establish liberal forms of constitution and administration and not involve itself too much in their affairs. Instead, he said, the Israelites of Tripoli are in the great majority real indigenous and constitute an ethnic group very inferior politically, intellectually, and morally when compared to the Israelites of Italy with whom they have no affinity. This discussion had started after the governor of Tripoli made it obligatory for merchants to keep their shops and other activities open on Saturdays on Shabbat. Two merchants who refused, two Jewish merchants who refused, were whipped in public. Others ended up in jail or were fined. It was almost a scandal in Italy that this thing happened because people in those years, relatively early years of fascism, still had a problem with signs of anti-Semitism appearing in Italy. The colonialists, the Italians in Libya, were less interested in the Jews of the Jebel, which were the original Jews of Libya. They were a race, I'm quoting here again, similar to the indigenous Arabs, but below them. And it would be necessary to elevate their level before thinking of having them at the level of the Italian population. The Jewish question at that time for the colonialists in Libya was of really minor importance. It was nothing particularly important. But something was going to change very rapidly. Mussolini in Italy and Hitler in Germany had become closer and closer. There was pressure on the Italian dictator coming from Germany to follow the anti-Semitic tsunami that was one of the major projects of the Nazi regime. Strange that in February 1938, the Italian Foreign Ministry declared that a specific Jewish problem does not exist in Italy, and that the fascist government has no intention whatsoever of taking political, economic, or moral measures against the Jews. This was February 1938. There is a debate still ongoing in Italy about why this dramatic turnabout that happened in July of the same year, 1938, when a government-appointed group of a committee of academics released a study meant to prove that the country's 70,000 Jews were racially different from Italians and other Aryans. The authors of this study declared, "It is time that the Italians frankly proclaim themselves to be racists." I will not go over the different decrees passed in the summer months of 38, but on September 1st, 38, the first of Italy's anti-Jewish racial laws were announced. It was related indirectly to Libya also. All Jews who had settled in Italy or its colonies, other than Ethiopia, since 1919 were now subject to expulsion. That affected immediately about 15,000 people.
1/3 of whom were refugees from Germany and Austria. Some were in Libya, but most of them were in other places, other colonies of Italy in the Mediterranean. As we know from other situations, political decisions, when they get far from the center of government, of power, are dealt with differently. They are not always dealt with strength and accepting everything that is told. And this was definitely the case in Libya, where the governor of the colony was from 1933 till his death in 1940, I think it was, or 41, of Italo Balbo. Balbo was an ardent fascist, one of the architects of the March on Rome. He was from Ferrara, and very connected to the very large and prosperous Jewish population of the northern Italian city that was governed almost to the end of the war by Renzo Ravenna, himself a Jew. Fascist Jew, almost to the end of the war, was governing this town, this Ravenna, which you all know. Balbo was the only leading fascist to oppose Mussolini's alliance with Nazi Germany and the racial laws. In Libya, he used the economic question to avoid implementing the new decrees. He was astute, and in a very long and articulate letter to the Duce, he was able to manipulate the situation. My leader, the laws for the defense of the race are being applied in Libya. He mentioned arrangements to dismiss from government service officials of the Jewish race. He wrote of changes that had been made to marginalize the Jews, but he basically explained that the process had to be slow. If the Jews suddenly stopped participating in the economy before they could be replaced by a group of Catholic merchants and industrialists, there would be economic imbalances in Libya. Balbo went on in detail to explain this, and he managed to convince Mussolini that the situation in the colony could not be treated with the same hard fist as in Italy. The police and the fascist militias, were at times violent in their treatment of individual Jews in Libya, in Tripoli. But the situation did not deteriorate till 1941, after the first occupation of Cyrenaica by the British forces. The war had was going back and forth. It was before Germany realized that it had to reinforce its presence in North Africa. And the British forces arrived in Benghazi together with, and they were greeted by the Jewish community that was happy to see this new force arriving. It was understandable because they were accompanied by members of the Jewish brigade that had arrived from Palestine. But what happened was that there were pictures taken. It wasn't as quick as today's Twitter and internet, but eventually some of these photographs were printed in newspapers in different countries in the Mediterranean, one of them I remember in Turkey. And when it got to this photograph and the page got to Mussolini's table in Rome, he went crazy. And he said, we have to do something about this. What the war had made a turnabout, the British troops had been forced back out of Benghazi and out of most of Cyrenaica. They would come back again later. But at that time, Hitler had sent Rommel to fight in North Africa and try to protect Germany's interests over there. So what happened was that the Brits and the Jewish brigade were out of Benghazi, and the Italians said, okay, Mussolini gave an order that all the Jews should be taken out of Benghazi and put in a concentration camp. Apparently, he, according to records that are archival records, he was also briefed, Mussolini, on the destruction of the famous farming villages that were the pride of Governor Balbo.
And these villages had been destroyed by British forces and apparently by many Jews that were working with them at the time, Libyan Jews. And so he decided they had to go. It was basically revenge, if you want. He felt these are enemies, these are people that were part of our country, our colony, and now they are fighting against Italy. And so we'll send them to Garien. That place over there, we see Garien just below Zuara and Tripoli. And this mountain was where a lot of the Jewish troglodytes, the cave dwellers, lived. And they opened up in a town called Jado, using an old military base. They opened up this concentration camp, which was the major one of three or four, the minor ones in different areas, one other one in that same area, another one close to the coast. At the same time, on the basis of other reasoning, hundreds of Jews with British passers had been loaded onto ships and transported to camps in Italy. Others with French passports were sent to Tunisia, which, as we heard, was under French control at the time, with the Italians balancing a little bit what was going on over there, because the Italians were not as much interested in fighting the Jews or the Berbers as trying to fight the French and get them out of the colony. And that's when, later on, once everything they had before, they had divided, the idea that Tunisia would be a French colony and that Italy, this is Mussolini's agreement in 1929, that Italy would get Fezzan, the southern part, which is marked here, that goes down basically from Seba, you see that part in the back, all the way down to the bottom. That part would go, which was originally French, would go to Italy. And that's how Libya, as we know it today, came about. Some of those that arrived in those Jews of Libya with British passports were handed over, or ended up eventually handed over to the Germans and ended up in concentration camps. They, because of their British passport, they were considered by the Nazis not Jews to be necessarily exterminated, but Jews to be used in exchange for British prisoners of war of a certain level of importance. So here we are close to the end of the war in North Africa. The deportation from Cyrenaica of the Jews was relatively slow. The distance is enormous. We're talking about almost 2,000 kilometers between one city and the other, one area and the other, 1,500 if you want. The roads were not very good at the time. They're not very good either today. And one survivor, recalls how every 2 weeks the oppressors posted in the synagogues a list of families who should prepare for departure. We were taken in freight trucks on a 5-day journey. At night, we slept under the stars. Altogether, 2,600 people were taken away. More after that were taken away, but it was a slow process. They didn't have the means, the Italians at the time, to transport all these people. They were in the midst of a war, and the war was more important to them than just moving the Jews from one place to another. The Jews were forced to do work, forced labor in the camp in Jado. And when they tried not, they were tired, they weren't able to work, first commander of the camp, who was very violent, said, "We are not going to just feed you over here. We don't care about you. And work and see if what you can do to make some money for yourself to do something." And they let them exchange things with some of the Arab population of the region, the Berbers. Okay, I just thought it's time. Fine. Nobody perished because of the brutality. They perished mostly because of a typhus epidemic that was ascertained also by Jewish doctors and other people that arrived as the war was ending, and they saw what had happened over there.
I just cut down something here, but the Germans in 1942 were complaining with Mussolini that not enough was being done against the Jews of Libya. Something more has to be done. You're too lenient. And they said in an exchange of correspondence between the German consul in Tripoli and the German embassy in Rome, he said, eventually we'll have to take care of it ourselves. Probably if the war would have lasted and the Germans and the Italians would have lasted in their enterprise, they would have gotten to doing something about the Jewish population over there. But as I was commenting, when you talk about probably if the Germans have gotten to the United States, New York wouldn't have the biggest Jewish population that of any city in the world today. I'm from New York. Thank you very much. Gibt es ganz dringende Fragen, Nachfragen an den Referenten von Ihrer Seite? Nein? Wunderbar, vielen Dank. Dann darf ich Ihnen nun Dr. Patrick Bernhardt vorstellen. Er gehört zu einer, wenn man so möchte, neuen Generation von Historikern, die sich intensiv mit dem nordafrikanischen Gesellschaften während des Zweiten Weltkrieges auseinandersetzen. Neben München, Freiburg, Potsdam und Berlin führte ihn seine Tätigkeit auch nach Washington, Dublin und Montreal. Allerdings waren es vor allen Dingen seine Forschungsaufenthalte in Italien, so in Rom und Trient, die nicht nur die sprachlichen Grundlagen für seine Forschung legten. Libyen ist auch bei ihm eines seiner großen Themen. Seine Forschung zu Nordafrika während des Zweiten Weltkrieges setzen sich nicht nur mit der italienischen Herrschaft auseinander, sondern versuchen die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen wie Juden, Araber und Berber wieder ins Bewusstsein der Forschung und der Öffentlichkeit zu rücken. Auf einer Konferenz zum Wüstenkrieg, auf der wir uns beide mal in Nordafrika in Rabat getroffen haben, hieß es da, also zum Wüstenkrieg von Rommel und Montgomery, das war das Thema, auf dem wir uns dort einmal trafen, hieß es treffend »The attempt to repopulate the desert«. Heute wird sich Dr. Bernhardt in seinem Vortrag »Nordafrika unter dem Hakenkreuz, die deutsche Präsenz in Libyen und Tunesien während des Zweiten Weltkrieges« sich dem Verbündeten des faschistischen Italiens widmen und, so hoffe ich, auch kritisch die Legende des sogenannten Wüstenfuchs hinterfragen. Vielen Dank. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für diese sehr netten Worte. Ich hoffe, ich kann die hohen Erwartungen erfüllen. Wie Sie sehen, hat sich mein Titel ganz leicht verändert. Ich werde sprechen über Nordafrika unter dem Hakenkreuz, Kriegsverbrechen, koloniale Massengewalt und Judenverfolgung in Libyen und Tunesien. Einigen von Ihnen mag ein Vortrag über Kriegsverbrechen, koloniale Massengewalt und Judenverfolgung während Rommels berühmten Wüstenkrieg überraschen, wenn nicht gar befremden. Denn der Afrika-Feldzug gilt vor allem in Deutschland und den angelsächsischen Ländern bis heute als ein Krieg, der sich in scharfem Gegensatz zu dem osteuropäischen Kriegsschauplatz gerade durch das weitgehende Fehlen derartiger Gewalt ausgezeichnet habe. Der Kampf in der libyschen Wüste sei vielmehr, und ich zitiere, ein clean, straight, dispassionate war with no Gestapo, no persecuted civilians, no ruined homes gewesen, schrieb etwa Alexander Clifford unmittelbar nach der Niederlage der Achsenmächte in Nordafrika im Jahr 1943. Diese Sichtweise des bekannten britischen Berichterstatters teilten zahlreiche Veteranen, ebenso wie die Autoren einer bald wachsenden Zahl populärer Darstellungen zum Wüstenkrieg im westlichen Nachkriegseuropa. In der menschenleeren Wüste, so wird bis heute gerne argumentiert, hätten sich beide Seiten ganz auf die Kriegsführung konzentrieren können. Der Nordafrika-Feldzug sei deshalb ein weitestgehend konventionell geführter und eng an den geltenden Regeln des Kriegsvölkerrechts orientierter Krieg geblieben. Das immense Leid, das die Zivilbevölkerungen, vor allem in den dicht besiedelten Gebieten Osteuropas und Chinas, während des Zweiten Weltkriegs erlitten hätten, sei den wenigen Bewohnern Nordafrikas erspart geblieben.
Darüber hinaus war der Nordafrika für viele ein Krieg, in dem Politik und insbesondere Ideologie keinerlei Rolle spielten. Ein schlagendes Beispiel ist die viel gelesene und mehrmals neu aufgelegte Darstellung der britischen Journalisten John Bierman und Colin Smith, die den programmatischen Titel War Without Hate trägt. Und ich zeige Ihnen das mal, ich hoffe, ich kriege das jetzt hin. Da sehen Sie es rechts, ne? War Without Hate. Krieg ohne Hass, so lautete bereits der Titel von Erwin Rommels posthum erschienenen memoirenhaften Aufzeichnung, die Sie links sehen, mit diesen berühmten Panzern in der menschenleeren Wüste. Unter direkter Bezugnahme auf den vermeintlich autoritativen deutschen Gewehrsmann erklärten Bierman und Smith, dass ungeachtet aller Hochachtung für den ihren Oberbefehlshaber Adolf Hitler die allermeisten Soldaten des Afrikakorps und im Besonderen der legendäre Feldmarschall selbst zutiefst apolitisch geblieben seien. Die nationalsozialistische Hasspropaganda sei bei den Soldaten auf taube Ohren gestoßen. Ihr professionelles Ethos habe Verstöße gegen das Kriegsrecht schlicht nicht zugelassen. Vielmehr hätten sich die Kämpfe zwischen Alliierten und Achsenmächten durch ein hohes Maß an Kamaderie ausgezeichnet. Anders als an der Ostfront, wo die Wehrmacht, das wissen Sie ja alle, gefangen genommene Rotarmisten eben nicht nach den Vorschriften der Genfer Konvention behandelte, hätten Rommel und sein Afrikakorps gegenüber den Truppen des Commonwealth Großmut walten lassen. So wird gerne kolportiert, der deutsche Befehlshaber habe persönlich dafür Sorge getragen, dass Kriegsgefangene die gleiche Verpflegung erhielten wie er selbst. Umgekehrt dankte er ausdrücklich der Mannschaft eines britischen Feldlazaretts, weil diese inmitten eines gegnerischen Angriffs verwundete deutsche Soldaten versorgt hatten. Und Sie sehen das hier auch so ein bisschen auf dem Cover. Da wird die Kamaderie nochmal mit einem Foto eingefangen. Ne? Der, ich glaube, gefangen genommene deutsche Lanzer bietet dem britischen Bewacher eine Zigarette an. Also Kameraden im Feld. Tatsächlich ist der Wüstenfuchs, wie selbst seine einstigen britischen, australischen und amerikanischen Gegner Rommel nach 1945 mit großem oder größtem Respekt bezeichneten, zum Dreh- und Angelpunkt von Darstellungen geworden, die zu erklären versuchen, warum sich die Deutschen in Nordafrika so vermeintlich anders verhielten als auf anderen Kriegsschauplätzen. Es sei demnach Rommels persönlicher Integrität und seiner Führungsstärke zu verdanken, dass Kriegsverbrechen dort im Großen und Ganzen nicht stattgefunden hätten. Diese Lesart spielt sich auch in der Diktion zahlreicher Darstellungen wider. Ritterlich ist das Adjektiv, das häufig zur charakterlichen Beschreibung Rommels gebraucht wird. Der deutsche General, so heißt es, habe sich immer korrekt und fair gegenüber dem Gegner verhalten. Nun ist der Begriff der Ritterlichkeit alles andere als neutral. Im Gegenteil werden mit ihm, ob bewusst oder unbewusst, Assoziationen zu mittelalterlichen Tugendidealen geweckt. Gleichsam wie unter einer Zeitglocke habe sich Ritterlichkeit aus einem christlich gedachten Abendland, so kann man das tatsächlich nachlesen, in die Moderne hinübergerettet. Eine Moderne, die unter den Vorzeichen totaler Kriegsführung keinen Respekt mehr zu zeigen schien für traditionelle Werte wie Anstand und Fairness gegenüber dem Gegner. Die Langlebigkeit dieser Erzählung ist umso bemerkenswerter, als eine kritische und stärker selbstreflexive Forschung bereits seit Jahren deutlich macht, dass die Idee eines Krieges ohne Hass eine wirkungsmächtige Legende aus der unmittelbaren Nachkriegszeit darstellt, die eine klare politische Stoßrichtung besaß. Nach 1945 diente sie zunächst außenpolitischen Zielsetzungen und sollte insbesondere Briten und Westdeutsche wieder miteinander versöhnen. Großbritannien, Frankreich und die USA waren ja im aufkommenden Kalten Krieg die neuen politischen wie militärischen Verbündeten der neu entstandenen Bundesrepublik. Die Idee einer ritterlichen Kriegsführung sollte helfen, bestehende Ressentiments, insbesondere zwischen Briten und Westdeutschen, auf beiden Seiten des Kanals abzubauen. Und tatsächlich gibt es da Hinweise darauf, dass britische und westdeutsche Publizisten nach 1945 gemeinsam über die Grenzen hinweg den Mythos vom ritterlichen Kampf in der Wüste nährten. Die Legende besaß aber auch eine klare innenpolitische Dimension. In Westdeutschland half sie, von den massiven Verbrechen abzulenken, die deutsche Soldaten insbesondere in Osteuropa begangen hatten.
Zugleich sollte auf diese Weise die Millionen Veteranen und da vor allem die vielen Berufsoffiziere der Wehrmacht in die im Aufbau begriffene westdeutsche Nachkriegsdemokratie integriert werden. Der Hinweis auf einen angeblich sauberen Wüstenkrieg der Wehrmacht in Afrika war integraler Bestandteil jener Politik der Ehre, die Bert Oliver Manig vor einiger Zeit luzide als den erfolgreichen Versuch der alten militärischen Eliten beschrieben hat, bürgerliche Respektabilität zurückerlangen und von den materiellen und immateriellen Vorteilen zu profitieren, die damit einhergingen. Die Legende vom sauberen Wüstenkrieg wird daher nur ganz vor dem Hintergrund der adenauerschen Vergangenheitspolitik verständlich und war Ausdruck eines politischen Deals mit weitreichenden Folgen. Während sich die ehemaligen Wehrmachtsoffiziere aktiv am Aufbau der neuen Streitkräfte für die neue Demokratie beteiligten, rührte man im Gegenzug in Bonn letztlich nicht an der Frage, inwieweit sich die Wehrmacht und ihre Soldaten an den Verbrechen des NS-Staats beteiligt hatten. Das idealisierte Bild vom sauberen Wüstenkrieg ließ sich jedoch nur durch Ausblendungen und Vereinfachungen aufrechterhalten. Der komplexen und oftmals brutalen Wirklichkeit des Feldzugs wurden die Kriegserzählungen der Nachkriegszeit jedenfalls nie gerecht. Keine Frage, das will ich gar nicht in Abrede stellen, die Kämpfe in Nordafrika sahen Akte humanitären Handelns. Jedoch ist das nur die eine Seite der historischen Medaille. Wie ich auf der Basis neuer Archivfunde und einer kritischen Neubewertung der teils sehr verstreuten Forschungsliteratur zeigen kann, begingen beide Kriegsparteien im Schatten von El Alamein Kriegsverbrechen und Übergriffe auf Zivilisten. Zweifelsohne, das will ich ebenfalls konzidieren, war das Maß an Gewalt, das in Nordafrika zum Tragen kam, geringer als in Osteuropa. Da führt kein Weg dran vorbei. Daraus aber vorschnell zu schließen, dass der Wüstenkrieg ein Krieg ohne Hass gewesen sei, ist eben dann doch weit überzogen. In den Jahren zwischen 1940 und 1943 kam es in Nordafrika vielmehr zu zahlreichen Verbrechen wie Misshandlungen und Tötungen von Kriegsgefangenen, Plünderungen und gezielten Zerstörungen von Eigentum der Zivilbevölkerungen, Vergewaltigungen einheimischer Frauen und Mädchen sowie Zwangsarbeit, Masseninternierungen und Mord an Arabern, Berbern und Juden. Und hervorzuheben ist hierbei, dass etliche dieser Verbrechen rassistisch und antisemitisch begründet wurden. Anstatt also den Wüstenkrieg als ritterlichen und damit letztlich aus der Zeit gefallenen Konflikt zu behandeln, muss er im wahrsten Sinne des Wortes rekontextualisiert und in andere historische Zusammenhänge gestellt werden. Dazu gehört, ihn als integralen Bestandteil des Zweiten Weltkriegs und der ihm zugrunde liegenden gewalttätigen Ideologien des 20. Jahrhunderts zu begreifen. Konzeptionell möchte ich also den Feldzug in Nordafrika rückbinden an Politik und Weltanschauung. Und das ist eigentlich ein Vorgehen, das Militärhistoriker im Fall des Ostfeldzugs mittlerweile seit Jahren und inzwischen mit großer Selbstverständlichkeit praktizieren. Tatsächlich wäre es eine unzulässige Verkürzung, den Wüstenkrieg allein in seiner militärischen Dimension verstehen zu wollen. Im Nordafrika-Feldzug ging es dem nationalsozialistischen Regime nicht allein darum, das war die anfängliche Motivation, dem bedrängten italienischen Achsenpartner zur Hilfe zu kommen und möglichst viele britische Kräfte außerhalb Europas zu binden. Nach den beträchtlichen Anfangserfolgen von Erwin Rommels Afrikakorps erhielt der Nordafrika-Feldzug ein zunehmendes Eigengewicht. Es ging nunmehr auch um die Einnahme des strategisch wichtigen Suezkanals und so zumindest die noch vagen Planungen von Teilen der Wehrmachtsführung um die Eroberung Palästinas und des Mittleren Ostens mit seinen für Großbritannien kriegswichtigen Erdölfeldern. Damit kamen zugleich Gegenden in den deutschen Blick, die nicht nur von Tausenden von Juden bewohnt waren, sondern deren historischen Kernland darstellten. In dem Maß, wie der Nordafrika-Feldzug ein Eigengewicht erlangte, geriet der Wüstenkrieg, so meine These, tatsächlich in den Bannkreis des Holocaust. Wie bis heute eher nur Spezialisten bekannt ist, bereitet sich im Rücken Rommels ein Einsatzkommando
der SS auf die Besetzung Palästinas und des Mittleren Ostens vor. Das bedeutet, auch in Nordafrika und im Mittleren Osten bestand eine mobile Sondereinheit, die wie in Osteuropa mit Hilfe von einheimischen Kräften für die Umsetzung der nationalsozialistischen Rassenideologie und Völkermordpolitik sorgen sollte. Das waren zumindest die Pläne. Angeführt wurde dieses vorerst noch kleine Einsatzkommando von einem Spezialisten des Massenmords, Walter Rauf. Ich denke mal, einige von Ihnen werden den Namen schon mal gehört haben. Rauf hatte unter dem Organisator des Holocaust, Reinhard Heydrich, Karriere gemacht und zwar zuvor federführend an der Entwicklung der mobilen Gaswagen beteiligt gewesen, mit denen die Einsatzgruppen in Osteuropa Menschen ermordeten. Übrigens, Sie sehen das sogar, sozusagen, da legte Rauf offensichtlich großen Wert drauf. Sie sehen die Armbände hier unten, sehr undeutlich, da steht Afrika drauf. Also das war sehr identitätsbildend für ihn, ne? Also ein starker Bezugspunkt, dass er der Einsatzgruppenführer in Afrika war. Tatsächlich entsprach der Einsatzbefehl, den Rauf und seine Männer 1942 erhielten, oftmals bis ins Detail den Richtlinien, die man im Jahr zuvor zur Grundlage für die Judenvernichtung der SS in der Sowjetunion gemacht hatte. Wie Martin Küppers und Klaus-Michael Malmann meines Erachtens überzeugend zeigen, sind zentrale Passagen der Vereinbarung wortwörtlich für den afrikanischen Kriegsschauplatz übernommen worden. So war das Sonderkommando berechtigt, und ich zitiere, im Rahmen seines Auftrags in eigener Verantwortung gegenüber der Zivilbevölkerung Exekutivmaßnahmen zu treffen. Und das war genau die Formulierung, mit der der Massenmord in Osteuropa umschrieben wurde. Im Sommer 1942, als sich die militärische Situation für die Achsenmächte insgesamt als sehr günstig darstellte, na, das ist die größte Ausdehnung, die Wehrmacht und ihre Helfeshelfer in Europa erreichen konnten, Sommer 1942, und die deutsch-italienischen Verbände zu ihrer großen Offensive gegen die alliierten Truppen in Ägypten antraten, stand Raufs Sonderkommando in Athen bereit, beim erwarteten Sieg der Achsenmächte hinter der Front abgesetzt zu werden. Es war allem Anschein nach allein die Niederlage von El Alamein, nur wenig später, nämlich im Herbst 1942, die den deutschen Plänen einen Strich durch die Rechnung machte. Rauf und seine Leute, das wissen vielleicht einige von Ihnen, kamen dann allerdings doch noch zum Einsatz, wenn auch in einem anderen Land, nämlich in Tunesien. In das nordafrikanische Land hatten sich die geschlagenen deutsch-italienischen Verbände nach der Niederlage von El Alamein in einem dramatischen Rückzug über 2000 Kilometer zurückgezogen. Und in Tunesien wurden sie dann von zwei Seiten in die Zange genommen. Vom Südosten durch die nachstoßenden Truppen von Bernard Montgomerys 8. Armee und im Westen von starken britischen und amerikanischen Verbänden, die im November 1942 in Algerien und Marokko gelandet waren, um die Achsenmächte aus Europa zu vertreiben und die Invasion Siziliens und damit die Befreiung Europas einzuleiten. Da habe ich auch noch eine kurze Karte, damit das sind ja so Kriegsschauplätze, die nicht unbedingt so ganz im allgemeinen Bewusstsein sind. Das war übrigens damals bis dahin die größte militärische Landeoperation in der Geschichte. Ne? Mit drei Landepunkten in Marokko und in Algerien mit über 150.000 Mann, die da angelandet worden sind. So, das ist der militärische Hintergrund, vor dem sich ein sechsmonatiges, jedoch ausgesprochen brutales, gemeinsames deutsch-italienisches Besatzungsregime abspielte, das es übrigens in der Form sonst nirgendwo gab, wo deutsche und italienische Kräfte nebeneinander wirkten. Im Schatten des Tunesienfeldzugs kam es vor allem zur Verfolgung von Juden, bei der Rauf eine zentrale Rolle spielte. Einer der von ihm initiierten Maßnahmen war die Einführung von Zwangsarbeit. Deutsche und italienische Besatzungsbehörden zwangen ca. 5.000 Juden zur Arbeit an militärischen Befestigungsanlagen und schufen erneut, wie in Europa, Judenräte zur besseren Organisation der Zwangsarbeit, die schließlich von der Wehrmacht,
dem italienischen Militär, französischer Polizei und einheimischen Arabern überwacht wurde. Und da sehen Sie auch gleich noch ein Bild dazu. Das wurde dann auch von entsprechenden Propagandakompanien als regelrechtes Spektakel inszeniert, ja, und sollte auch so eine gewisse Komplizenschaft mit der einheimischen arabischen Bevölkerung, der europäischstämmigen Bevölkerung herstellen, ne, die eben zuschauen und, so wie das Bild suggeriert, zumindest nichts dagegen haben. Ja, bei der Zwangsarbeit, können Sie sich vorstellen, ergaben sich dann dieselben Dilemmata, derer sich Juden in Europa ausgesetzt sahen. Über die Judenräte arbeiteten sie ja letztlich gezwungenermaßen an der eigenen Verfolgung mit. Zwangsarbeit diente aber nicht nur militärischen Zielen, sie sollte Juden auch aus der tunesischen Gesellschaft ausgrenzen. Zu diesem Zweck führten deutsche und italienische Behörden in einigen Städten, so, das ist zumindest mein Forschungsstand, den David-Stern tatsächlich ein. Und da sehen Sie noch ebenfalls noch ein Bild, ebenfalls aufgenommen von der deutschen Wehrmachtspropagandaeinheit und hier die zumindest provisorischen Judensterne. Und es fanden sich auch noch andere Wege, um Juden zu einem leicht erkennbaren Ziel für Übergriffe zu machen. Tatsächlich ermutigten die neuen Machthaber die muslimische und europäischstämmige Bevölkerung des Landes an den Juden Rache für die alliierten Luftangriffe auf tunesische Städte zu nehmen und sie komplett auszuplündern. Dazu muss man wissen, dass britische und amerikanische Bomber massive Luftangriffe auf die Nachschubbasen der Achsenmächte in den tunesischen Küstenstädten flogen, wo das Gros der Menschen lebte. Ich habe Ihnen da nochmal ein Bild mitgebracht, das nochmal gezeigt wird. Ne? Ebenfalls wieder Propaganda, gleich zu propagandistischen Zwecken aufbereitet. Ja? Die Zerstörung durch die alliierten Bomber sinnfällig nochmal gezeigt werden sollte. Einmal mehr brachten die Achsenmächte in ihrer Propaganda damit die Juden in Verbindung mit den Kriegsanstrengungen der Alliierten und bezichtigten sie, im Verborgenen agierende Agenten der Briten und Amerikaner zu sein. Ganz eindeutig ging es darum, über die Bombardements der Alliierten die Gesellschaften vor Ort für den Krieg der Achsenmächte zu mobilisieren. Und das ist letztendlich die gleiche Strategie, die man auch in Europa und vor allem in Deutschland gefahren hat. Ne? Wissen vielleicht einige von Ihnen, dass es in diesem Zusammenhang dann auch zu Lynchmorden an amerikanischen Bomberpiloten kam, die über Deutschland abgestürzt waren. Ne? In Nordafrika blieben diese Aufrufe, die Aufrufe, Rache zu nehmen, ebenfalls nicht folgenlos. Vielmehr kam es zu Plünderungen durch Araber. Jedoch, das möchte ich auch da nochmal besonders unterstreichen, waren bei weitem nicht alle Araber in Tunesien, die den Aufrufen nach Rache folgten und ihre jüdischen Mitmenschen ausplünderten, glühende Antisemiten. Wie in Europa reichte es oftmals, wenn sich Einzelne oder Gruppen an jüdischem Eigentum bereichern oder alte Rechnungen mit missliebigen Nachbarn begleichen wollten. Andere wurden mehr oder weniger gezwungen zu Beiständern. In Gafsa, etwa einer Stadt im südlichen Tunesien, in der 400 Menschen bei einem schweren alliierten Bombardement getötet worden waren, riefen die deutschen Behörden über Radio Tunis die muslimische Bevölkerung dazu auf, mit Kreide Arabergeschäft an den Eingang ihrer Läden zu schreiben. Damit wollten die Deutschen sicherstellen, dass nur jüdisches Eigentum Ziel von Plünderungen wurde, zu denen sie ausdrücklich ermutigten. Das bedeutet zugleich, dass die Besetzer den arabischen Teil der Bevölkerung dazu nötigten, sich von ihren jüdischen Mitbürgern zu distanzieren und sie ihrem Schicksal zu überlassen. Den Bemühungen der Achsenmächte, die Herzen der arabischen Bevölkerung für Nationalsozialismus und Faschismus zu gewinnen, mag letztlich wenig Erfolg beschieden sein. Trotzdem gelang es ihnen, einen Keil zwischen Juden und Araber zu treiben. Die Kluft, die sich bereits seit Jahrzehnten zwischen den beiden Volksgruppen aufgetan hatte, vergrößerte sich durch den Krieg in Nordafrika allerdings dann noch einmal. Schließlich kam es auch zur Verfolgung von jüdischem Widerstand. Es ist bis heute fast vergessen, dass Juden
auch in Nordafrika Widerstand gegen ihre Verfolgung leisteten und deswegen wiederum Opfer von weiterer Verfolgung durch deutsche, italienische und französische Polizeiorgane wurden. Wir haben das beim letzten Mal, ich weiß nicht, wie viele bei Ihnen, von Ihnen das letzte Mal da waren, als wir den Film Villa Jasmin hier besprochen haben. Da ging es in ganz starkem Maß um die Verfolgung von Widerständlern, jüdischem Widerstand. Und einige Juden, das ist in dem Film sehr schön deutlich geworden, wurden nachweislich wegen ihres Widerstands in deutsche Konzentrationslager verschleppt. Na, einige wenige, aber immerhin dieses Schicksal gab es auch. Tatsächlich kann man hier auf verschiedenen Ebenen Kollaboration beobachten. Zum einen arbeiteten deutsche und italienische Polizei zusammen. Also es gab nicht nur Konflikte, auf die hingewiesen wurde heute. Es gab auch durchaus Konsens in einigen Fragen zwischen Deutschen und Italienern. Zum anderen halfen auch die französische Miliz und selbsternannte französische Gruppierungen dabei, Untergrundbewegungen auszuschalten. Und auf deutscher Seite war es eben erneut Walter Rauf, der da hauptverantwortlich war. Anders als in Osteuropa, und mit dem Aspekt möchte ich meinen Vortrag schließen, kam es indes weder in Tunesien noch zuvor in Libyen zum Massenmord an jüdischen Menschen. In Nordafrika gab es keine Massenerschießungen und keine Vernichtungslager. Diese Tatsache hatte wiederum weitreichende Wirkungen. So stoßen Bemühungen, wie wir sie seit einigen Jahren erkennen können, nämlich das Schicksal der libyschen und tunesischen Juden in die Geschichte der Shoah zu integrieren, sowohl innerhalb der Forschung als auch in einer breiteren Öffentlichkeit auf reichlich Skepsis und Unbehagen. Anders als in Europa schlugen die Judenverfolgungen in Nordafrika eben nicht in Massenmord um. Und für viele Historiker ist dieser quantitative Aspekt nach wie vor das grundlegende Kriterium des Holocaust. Kaum diskutiert wird dagegen der Vorschlag etwa von Yad Vashem, antisemitische Gewalt in Nordafrika als Vorstufe zu dem von den Nationalsozialisten auch im Mittleren Osten geplanten Völkermord zu verstehen. So haben auch Autoren wie Klaus-Michael Mallmann und Martin Küppers argumentiert, dass die Achsenmächte lediglich aufgrund der sich dramatisch verschlechternden militärischen Situation ihr Vorhaben nicht mehr hätten realisieren können. Nach dieser Lesart gab es kein Holocaust in Nordafrika, nicht etwa, weil es die deutschen Besatzer nicht wollten, sondern weil sie es nicht konnten. Man muss sich vor Augen halten, dass etwa in Tunesien die deutschen Besatzer lediglich 6 Monate Kontrolle über das Land ausübten. Erschwerend kam hinzu, dass die politische und militärische Kontrolle des Landes nur höchst unzureichend war. Da sich im Lauf dieser 6 Monate der alliierte Belagerungsring immer enger um die Hauptstadt Tunis zuzog, mussten deutsche und italienische Kräfte von einem ständig schrumpfenden Territorium aus operieren. Mehr als zu improvisieren war unter diesen Umständen oft nicht möglich. Schließlich hätten, und das ist auch ein Argument, das besonders betont werden muss, hätten die Massenverbrechen an Juden in Tunesien letztlich unter den Augen der Westalliierten stattfinden müssen. Die Gefahr, dass sie unmittelbar darauf wegen Kriegsverbrechen belangt werden würden, war den Handelnden vor Ort ganz offensichtlich zu groß. Hierin unterschied sich die Konstellation in Nordafrika dann auch grundlegend von der in Osteuropa. Unter diesen Umständen beschränkten sich deutsche und italienische Besatzer darauf, Juden zu berauben, sie zur Zwangsarbeit zu pressen und sie aus der lokalen Gesellschaft möglichst auszuschließen. Auch wenn es letztlich nicht zum Holocaust kam, das Maß an antisemitischer Gewalt, das in Nordafrika aufschien, war beträchtlich. Das sollten wir nicht vergessen. Der Feldzug in Nordafrika, und damit möchte ich jetzt wirklich schließen, war alles andere als ein Krieg ohne Hass. Er war vielmehr integraler Bestandteil des Zweiten Weltkriegs und untrennbar verknüpft mit der nationalsozialistischen Rassenpolitik. Vielen Dank. Noch ganz kurz, falls ich reinkomme. Gibt es von Ihnen soweit Fragen an den Referenten? Ja, dort hinten sehe ich eine. Mikrofon kommt sofort zu Ihnen.
Es heißt immer, dass die Aktionen der Gestapo und der SS auch in den Kriegsgebieten im Schatten der militärischen Handlungen stattgefunden haben. Nach meiner Kenntnis habe ich mit dieser Auffassung Schwierigkeiten, denn nach meiner Kenntnis ist die große Mehrzahl der Wehrmachtsangehörigen genauso antisemitisch gewesen wie die Gestapo und die SS. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht, dass die Aktionen dieser Organisationen nicht mit Sympathie bzw. unterstützend durch das Militär stattgefunden haben. Da bin ich vollkommen mit Ihnen d'accord. Das habe ich jetzt ein bisschen rausgelassen. Es gibt tatsächlich Hinweise darauf, dass deutsche Soldaten, also Wehrmachtsmitglieder, Mitglieder des Afrikakorps, auf diesem Rückzug nach El Alamein offensichtlich in beträchtlichem Maß jüdische Frauen vergewaltigt haben. Na, da wurde offensichtlich wirklich Frust abgelassen über den verlorenen Krieg. Es kommt also wirklich zu Übergriffen von einfachen deutschen Soldaten, also nicht SS-Mitgliedern, auf die jüdische Bevölkerung. Da wissen wir aber allerdings nach wie vor relativ wenig zu. Ich bin auch vollkommen mit Ihnen, stimme ich überein, dass Rommel in zumindest in groben Zügen von diesen Planungen in seinem Rücken gewusst haben muss. Rommel wusste insgesamt relativ gut, was im Rückraum der Front passierte. Vor allem auch wusste er sehr genau von den italienischen Verbrechen, die an der Zivilbevölkerung begangen wurden. Seine Leute haben ihn da, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, immer wieder entsprechend gebrieft. Ja, also ich bin da vollkommen Ihrer Meinung. Aber das ist auch ein Kapitel, das noch tatsächlich untersucht gehört. Wir wissen aus sozialgeschichtlicher Perspektive bislang erstaunlich wenig über das Afrikakorps. Ne? Ein Großverband der Wehrmacht, der letztendlich repräsentativ gewesen ist für die Wehrmacht. Ne? Da wurden aus allen Teilen der Wehrmacht Truppen abgezogen. Aber wir wissen bislang fast nichts über ihre Zusammensetzung, über ihre Mentalität, auch ihre Vorstellung, letztendlich auch eine Eliteeinheit der Wehrmacht zu sein. Ne? Das ist tatsächlich der Fall gewesen. Nur so annäherungsweise wissen wir etwa, dass die dann auch in Kriegsgefangenschaft beispielsweise noch sehr stark, sehr lange an ihrem Führer Adolf Hitler festgehalten haben, anders als andere Wehrmachtseinheiten, die später in Kriegsgefangenschaft geraten sind und auch die Niederlagen des Dritten Reichs erlebt haben, zum Teil eben auch die Verbrechen in Osteuropa erlebt haben. Die Afrikakorps-Mitglieder waren da etwas anders gestrickt. Aber wie gesagt, ich war selbst erstaunt zu sehen, dass es sehr, sehr wenig, selbst ganz klassisch militärgeschichtliche Arbeiten zu diesem Großverband der Wehrmacht gibt. Gibt es weitere Fragen von Ihnen? Wenn dem nicht so ist, dann würde ich hier dieses Panel erstmal schließen und Sie alle herzlich einladen zum aufgebauten Catering. Und es geht weiter um, wenn ich ganz kurz das so fragen darf, um 19.45 Uhr geht es dann hier weiter. Vielen Dank.